So, dann wollen wir jetzt mal dieses tolle Rad hier hoch. Und zwar geht das folgendermaßen, oder am besten mit dem Magier. Dann stellen wir es nämlich einfach hier drauf und lassen ihn mit seinem Telekinese das Rad drehen. Wenn ich das hinkriege. Nein, nicht in die andere Richtung, in die Richtung will ich. Komm. Ja, jetzt habe ich das richtige Teil zum Anpacken. Sagte ich. Und hier drüben auf der Seite finden wir Erfahrungsfiolen. Und auch hier ist das ziemlich schön gemacht mit den Treppenstufen, wo das Wasser entlang fließt. So, und hier rüber springen. Da sind Skelette. Komm. So. Das war nicht so gedacht wie geplant. Nein, geh weg. So. Ich dachte, ich könnte jetzt mal einen Gegner mit deiner Kiste erschlagen. Ah, das bleibt mir wohl nicht vergönnt. Stattdessen können wir hier oben die Fiole holen. Mal kurz gucken, ob hier oben noch was ist, außer der Kiste, die wir gerade runtergeworfen haben, aber sieht nicht so aus. Mal kurz ins Inventar gucken. Zwei Violen im Level fehlen uns noch und zwei... Und eine vom Gegner. So, das war die letzte von dem Gegner. Da unten sind die letzten beiden Fiolen und auch noch das letzte Secret. Und da kommen wir ganz einfach ran, weil hier oben an der Kette ist nur ein Seil, was wir durchschießen müssen. Dadurch fällt die Hand zu Boden und wir können hier das letzte Secret einsammeln. Wir werden gleich von Skeletten überrannt. Kommen noch welche? Nö. Dann schnell zum Safe Point hochhüpfen und uns heilen. Da kommt noch eins. Ah, das schlagen wir schnell kaputt. Und gucken mal, was der Ring macht. Erhöht maximale Energie um 5. Also kriegt die der Magier, weil der muss ja mehr zaubern. Mit Telekinese und Kisten. Nein, ich will. Nein, falsch. So, ich will hier hoch. So. Das war runterfallen. Jetzt seht ihr mal, wie ein Tod aussieht. Aber zum Glück ist hier ja gleich der Safe Point. Das war jetzt gerade nicht so praktisch. Zum Safe Point zurück und sie ist wieder am Leben. Halt. Dann machen wir das mal jetzt mit Magier. So, drehen das so und das drehen wir ein bisschen in die andere Richtung oder auch nicht und springen hier rüber. So. Und wir haben das erste Level geschafft. Sehr gut. Was vor unseren Helden lag, war unbekannt. Sie hatten seit langer Zeit keine Menschenseele gesehen. Die Untoten hatten alles verwandelt. Sie waren vom Bösen umgeben. Aber unsere Helden mussten vorankommen. Sie waren auf der Suche nach dem Grab. Der Zauberer war sich sicher, dass es zu dem Gründer der Astralakademie gehörte, der einer der drei Hüter war. Wenn sie sein Grab finden könnten, würden sie vielleicht einen Zauberspruch finden, der sie von dem Trine befreien könnte. Ja, vielleicht. Passt das? Ja, also machen wir mit Level 2 mal weiter. Wo sind wir? Wir sind unter der Astralakademie. Niemand war in den letzten Jahrzehnten hier. Haha! Mein Schwert soll uns auf dem Weg anführen. Folgt mir! Ja, der Ritter geht stolz Mutes voran. Wenn er es könnte.
aber wir schießen erstmal das Skelett hier weg. Da ist eine Kiste, an der wir uns langhangeln könnten. Das machen wir auch mal, weil da oben sind. Kisten versteckt. So, und jetzt kann ich das mal demonstrieren mit einer von ihm erschaffenen Kiste. Bang! Seht ihr, so kann man auch ein Skelett umbringen. Wenn man das denn möchte. Und nun können wir hier unten noch entlang gehen. Ach ja, was wir auch Lustiges machen können noch. Wir können eine Kiste nehmen und sie aufspießen. Da bin ich auch erst damals ziemlich spät drauf gekommen, dass das geht, aber das erleichtert teilweise das Vorgehen ungemein. So. Skelettkrieger ausschalten. Und dann geht's hier hoch weiter. Den Skelettbogenschützen auch ausschalten. Gut. Also mit Energiefiolen wird hier nicht gerade gegeizt. Aua. Aber dafür leider mit Heilfiolen teilweise. So. Die sind auch besiegt. Ja, an den will ich ran. Erstmal. Und ja, so kann ich leider nicht darüber springen. Weil der Krieger nicht ordentlich springt, wenn das Schild oben ist. So, jetzt geht hier unten die Tür auf. Und wir können einen Aufzug nehmen. Hier kurz die Fiole runterschubsen. Und da war gerade eine Heilfiole, sehr schön. Die können wir gut gebrauchen, weil unsere Kriegerin bald am Sterben ist. So, ein Safe Point und Skelette. Komm, schieß. Ein paar Energiefiolen und noch ein Skelett. Lass wir töten. So. Dann wieder hier hoch. Ah, das spawnt noch ein Skelett. Okay, so habe ich noch nie einen Gegner getötet. Ganz ehrlich nicht. So habe ich das noch nie hingekriegt. Oh, und hier oben ist schon wieder ein Secret. Also ein Schatz. Amulett des Energiegewinns. Was machst denn du? Erneuert die Energie, solange der Charakter nicht aktiv ist. Das geht auch mal an ihn, weil er im Augenblick immer noch die Energie am meisten braucht. So. Und wieder runter. Und dann mal weiter. Ja, genau. Hier merkt man das erste Mal, bleibst du da hinten, dass man hier erstmal die Kiste aufspießen muss und dann das Brett runterklappen. Genau. Und hier haben wir unseren ersten Bossgegner. Ich nicht treffe.
Vielleicht trifft sie ihn besser. Nein, sie trifft ihn auch nicht. Aua. Das könnte vielleicht der erste Tod sein, wenn ich nicht aufpasse. Oder auch nicht. Oh, Gott sei Dank. Schnell nochmal zurück und unseren Ritter wieder beleben. So. Puh. Dann geht's hier nämlich weiter. Und hier haben wir wieder eine Truhe. Stärke des Titanen für Ritter gefunden. Was ist das denn? Ah ja. Der Ritter kann Objekte aufsammeln und damit werfen. Dies verringert allerdings sein Marschtempo und verbraucht einen kleinen Teil seiner Energie. Okay. Genau so können wir nämlich jetzt was aufsammeln und es werfen. Genau. Wir werden gleich fast selber von Kisten zerquetscht. Das hier sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ah ja, ich glaube, ich weiß, für was das ist. Geht das so? Ja, das geht so. Dann können wir nämlich... Oder auch nicht. Das machen wir dann lieber so. Genau. Ach, ich glaube, das geht nur mit einer fremden Kiste. Wie mache ich die nochmal kaputt? Ich hab's vergessen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ah, mit Q. So, dann kommt nämlich die Kiste mal da oben hin. Und dann kann sie da rüberschwingen, genau. Und jetzt nehmen wir uns wieder den Magier, der macht uns wieder eine Kiste. Oder schnappt sich die Kiste hier halt und tut sie hier drauf. Dann hüpfen wir, helfen wir mal ein bisschen durch Hüpfen nach. So, und kommen noch an die Fiole. Ran. Und da drüben müssten wir vielleicht durch Schwingen rankommen. Hoffe ich vielleicht mal. Und ich höre schon wieder Skelette. So. Genau. Die schalten wir mal so aus. Für was haben wir denn die Magie des Magiers sonst? Außer wenn wir sie mal wirklich brauchen. Gut, und dann gucken wir mal kurz, ob hier unten noch was Wertvolles liegt. Nein. Also schnappen wir uns hier die Kiste. Und gehen wieder hier hoch. So. Hm. Hier brauchen wir wieder den Magier. Damit der uns hier mal zumacht. Aber das klappte nicht so gut, wie ich erhofft hatte.
Das klappt etwas besser. Und das klappt tot. Und das war jetzt der Tod. wo war der letzte? Wahrscheinlich gerade da, wo wir nicht rankommen. Kiste. War der hier unten der letzte Speicherpunkt? Nein, da oben. Hoch. Und zum Speicherpunkt. Und dann würde ich sagen, mache ich hier wieder einen Cut. Bis gleich.